Da steht jetzt übrigens 7. Juli, also vorhin war es der 18. Juni, jetzt steht da 7. Juli. Irgendwie ist es noch ein bisschen komisch, aber okay. Gut, gut. Bitte hierhin. Bitte hierhin. Festungen sind schon. Habe ich da schon den Erlass drin? Nee, habe ich noch nicht. Machen wir hier noch diesen Verteidigungserlass. Also ich möchte zumindest das Aragorn hier so schwer wie möglich machen. Du läufst bitte hier rüber, wir finanzieren die Armee. Okay. Okay. Österreich hat jetzt den Papst dazu überredet, einen Kreuzzug gegen die Ottos auszurufen. Die Frage ist, ob die jetzt den Kreuzzugsmodifikator bekommen, ne? Ich würde es fast vermuten. Oh nein, unsere Küste wurde überfallen. Du Arztliga, bist keine. So. Dann akzeptieren wir jetzt den Ruf zu den Waffen. Sagen wir, segeln mal weiter an die Küste von Veran. Das ist eine Transportflotte. Mal ein Spionagenetzwerk bitte. Klar kannst du hier den Anschluss von Truppen erlauben, nach Möglichkeit. So, die Österreicher fahren jetzt hier ein. Ist schon ein Move-Lock drin. Ich muss halt abhauen, wenn die ankommen. Es geht ganz schön schnell auf einmal, mein Freund. Ich habe ein Leichtschiff verloren, aber sie haben noch mehr Schiffe verloren. Das macht ja nichts, ich habe das Leichtschiff eh nicht gebraucht. Aber es ist hier wichtig, dass wir das für Aragorn teuer machen. Der will tatsächlich echt in den Golf von Almera. Ah, da sind auch 13 Galeeren, ne? Was hast denn du schon an Ideen? 7 Punkte. Religiös, Quantität. Ja, der hat schon 20% mehr Galeeren. Kampfstärke, das ist noch hier ein bisschen illusorisch für uns. Das stört uns jetzt nicht so sehr. Das gefällt uns gut. Das müssen wir halt versuchen auszunutzen, ne?
Also solange er halt auch hier mit seiner Flotte rumfährt. Okay, da erhält bedingten Zugang, ne? Ich sag mal nur grob. Ich habe hier so ein bisschen Angst, dass ich gleich hier rüber laufe und dann der aragonesische Fleischwolf Hackfleisch aus mir macht. Weil ich dummerweise irgendwie auf der falschen Seite der Map stehe. Ich glaube, wir können das doch packen. Danke, ich brauche kein Darlehen aus Friesland. Die haben einfach viel zu viele Schiffe auch, ne? Wenn er jetzt seine Flotte hier wegschmeißt, ne? Die Reformation unterteilt sich. Hier, die ist schon direkt auf 1% runter. Viel zu heftig. Ich meine, wir würfeln super, aber wir haben keine Chance gegen ihn. Warte mal, warum verliere ich denn die Schiffe hier im Sekundentakt? Das ist jetzt aber auch ein bisschen arg unrealistisch. Ja, ja, ist klar. Deine Mutter hat gerade 4 Galeeren verloren. Was ist denn das für eine Scheiße? Ey, sorry, jetzt aber mal ernsthaft. Gut, ich meine, der hat den Kampfbonus. Er hat einen viel schlechteren Admiral dabei. Unsere hat 6 Nahkampfpunkte hier auch, ne? Und der hat gerade mal 2 lumpige Fernkampfpunkte. Also da so ganz finde ich das jetzt auch nicht nachvollziehbar. Okay, gut. Dann ist es halt so, muss ich damit leben. Brauchen wir ein paar Galeeren. So, mal Kriegssteine heben. Ah, lass mal noch. Wir plündern jetzt erstmal Almera. Frankreich subventioniert uns, cool. Die Ottos haben ein paar Schiffe übrig behalten. Da sind keine. Wahrscheinlich hat er noch welche im Golf von Valencia stehen. Warte mal kurz. Ne, warte mal noch, bis du da ankommst. Dann sehen wir das, ja? Ja, hat er. Ja.
Versuchen wir mal unser Glück. Tja, unser Waffenstillstand mit Marokko endet, aber das bringt uns leider herzlich wenig. So, holen wir uns auch mal noch 25% Galeerenkampfstärke. Ah, der ist auch brauchbar. Okay. Weißer Frieden, ne? Oder Kohle, aber jetzt nicht wirklich viel beim rumgekommen hier. Schon mal weg. Dann bist du da am 25. Januar, okay. Oh, du Lumpenhund. Schon wieder. Ich habe den Ausfall gemacht und habe ihn nicht gekriegt. Ah, ich wusste nämlich, dass der abhaut, ne? Deswegen habe ich gedacht, komm, ich mache den Ausfall vorher. Eieieiei. Hier den Admiral drauf. Hihi. Hast mich nicht gekriegt. Okay. Dauert das so lange, bis ich das Ding hier besetzt habe?
Ah, okay, gut. Von dir kann ich mir auch noch Kohle holen. Das ist auch nicht schlecht. Lass mal gerade gucken. Nö, ist aber okay, glaube ich. Wir geben nicht auf, wir geben nicht auf, oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber die haben deutlich weniger Truppen als vorher. Ja, doch, doch, die haben schon ganz gut was. Okay, das da tut natürlich weh, ne? Aber die haben schon ganz gut was verloren. Die haben schon ganz gut was verloren. Lauf mal noch nach Alicante. Ich will das ganz gerne hier sehen, was sie da haben. Shit. Ja, genau, lauf am besten so, ne? Pass auf, wenn ich jetzt dahin laufen wollen würde, wann bist du denn da? Am 27. Mai, das ist in 13 Tagen. Und dieses Gefecht soll wann stattfinden? Am 18. Mai. Und du hast eine Militärtechnologie von 8 und du hast auch 8. Wenn die Schwein haben, dann schaffen die das sogar noch. Also, wir müssen mal gucken. Ich meine, guck mal, er zieht sich sogar schon zurück. Weil ich glaube nämlich dadurch, dass er den Überquerungsmalus drin hatte, und außerdem noch den Geländemalus, ne, das minus 3er Malus, da hatte der da nichts zu lachen auf jeden Fall. Verluste sind natürlich horrend, wobei das nicht unbedingt unsere Verluste sind, denn wir kämpfen ja überwiegend mit, Infanterie. Auf Richtung Evora. Ich dachte gerade so, oh, der Part ist erst 19 Minuten alt, aber das läuft ja schon seit einiger Zeit, ne? Ah, ja. Das wird noch eine spannende Nummer. Können die da nicht im Separatfrieden irgendjemanden rausholen? Nee, das geht gar nicht, ne? Aragonesische Eroberung von Al-Jazir. Witzig, ausgerechnet die Provinz, ne? Da werden wir es ihnen schwer machen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir es ihnen noch schwerer machen. Bis dann, sage ich, macht's gut und Pax Vobiscum. Valete.